yeah, Elektrostadt. Also, hier, ne? Guckt euch das diesmal ganz bis zum Ende an. Meinetwegen spult vor, aber am Ende sage ich was fürchterlich Wichtiges. Ja, wichtig für mich, nicht für euch, aber trotzdem guckt es euch an, okay? Danke. Was sind die Zutaten für einen nächtlichen Teardown mit Spaß? Irischer Whisky mit Eis, ein Gerät zum Zerflexen und Werkzeug. Habe ich alles und Slantiel. Also, warum habe ich das uninteressanteste aller möglichen Geräte für einen Teardown ausgesucht? Eine Funksteckdose, für die ich keine Funkfernbedienung besitze. Und das hat einen Grund, wie die meisten Dinge, die ich tue, Gründe haben, dennoch meistens schlechte. Nämlich den, dass ich gerne wüsste, wie man eigentlich Mikrocontroller-gesteuerte Geräte baut, die direkt am Netz hängen und sich übers Netz mit Strom versorgen. So, ja, Sachen wie Zeitschaltuhren, so Krempel. Ich vermute mal, dass hier drin entweder so ein kleines Schaltnetzteil sein wird oder ja, vielleicht ein Büschel Zener-Dioden oder irgendwas in der Richtung. Aber so ganz genau weiß ich es nicht und deswegen schaue ich jetzt einfach mal rein und ihr dürft mitgucken. Wenn ich das hier richtig sehe, sind das entweder Innensechskant oder dafür hier im Bus, ne? Oder so komische Torx. Mal gucken, ist ein bisschen schwer zu sehen. Aber entweder greift der Innensechskant greift nicht, das ist es also nicht. Sekunde, kurz Schraubenzieher holen. Besseres Leben mit Torx. Damit geht das dann auch gleich auf. Ich liebe es, wenn solche Hardware vernünftig verschraubt statt verklebt ist und man auch drankommt. Schließlich mache ich ja so gerne Sachen auf. So, was haben wir denn hier? Das sieht ja relativ übersichtlich aus hier drin. Eine LED, eine der putzigsten Spulen, die ich jemals gesehen habe. Und die Spule hier finde ich besonders geil. Eine Windung. Hm, ja, okay, warum nicht? Das hier ist das Relais, mit dem die Funksteckdose an- und ausgemacht wird. 250 Volt, 24 Volt Schallstrom. Und in dem Bereich hier passiert die Umformung auf die geringere Spannung, die wir hier brauchen. Also hier ist eine 10er-Diode. Dann, wenn man das hier mal so hochbiegt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf der Kamera, genau. Hier ist auch nochmal eine kleine 10er-Diode drunter. Und unter diesem Kondensator da hat es insgesamt Stücker 4 Dioden. Zwei sieht man hier, so diese Teile rauskommen. Und zwei davon, das ist hier leider ganz grindig zu sehen. Aber es sind nochmal zwei unten drunter, also wirklich hier unter dem Kästchen. Ja. Rupfe ich jetzt nicht raus. Das ist dann auf jeden Fall. Unter dem Kondensator sind insgesamt 4 Dioden, eine 10er-Diode. Und meine Vermutung ist, die 4 Dioden da unten drunter machen einen Brückengleichrichter. Und die Spannungsverminderung, die wir hier brauchen, wird mit einer ganz blöden, billigen, kleinen 10er gemacht. Da hatte ich mir irgendwie mehr erwartet, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist eine relativ einfache Kiste und was ich jetzt gerade sehr geil dran finde, das ist, dass es insgesamt so aufgebaut ist, dass ich das Gefühl habe, dass genug Platz hier drin wäre, um einen Atani oder sowas reinzupacken. Also vielleicht könnte ich das sogar mitsamt Gehäuse und allem irgendwie weiter benutzen. Naja, hier. Zack. Man kann das einfach so, wie es ist, komplett raus. Sieht eigentlich soweit relativ sauber aus. Und wie gesagt, es macht den Eindruck, als wäre das irgendwie tatsächlich weiter benutzbar. Was ist das hier für ein IC? Ein 504 FCB, ich möchte wetten, dass das schlicht und einfach ein Funkempfänger ist. Der, ja, ich meine, irgendwie muss man ja empfangen, was hier empfangen wird. Wahrscheinlich ist diese Einwindungsspule hier die Antenne, nehme ich mal an. Und ansonsten ein Widerstand. Tja, nicht sehr viel. Aber, wie gesagt, ich finde es ziemlich interessant. Und ich denke, ich werde mich bei Gelegenheit mal darum kümmern, dieses Ding hier ein bisschen näher auszumessen. Und wenn ich dann feststellen sollte, dass ich da irgendwo ganz leicht, ich sage jetzt mal 5 Volt abgreifen kann,
Wer mich kennt, ist begeistert. Ich habe tatsächlich irgendwas mal wieder zugemacht, statt es einfach in Einzelteilen wegzuschmeißen. Geil, oder? Ja. Naja, so halb geil. So, Kollegen, mal unter uns. Das, was ich hier mache, mag total witzig sein und unglaublich toll und wirklich gute YouTube-Unterhaltung, aber es ist kostspielig. Werkzeug, lauter solche Sachen. Material, die Werbekostenerstattung, die Bestechungsgelder. Außerdem, der Whisky, ja, bezahlt sich auch nicht von selbst. Und glaub mir, es ist der gute Stoff. Mit Eis, weil ich es kann. Was ich gerne für euch hätte, ist, wenn ihr mal wieder was bei Amazon kaufen wollt, ja, und dann denkt, dann geht doch mal auf diese kleine Seite, die ich eingerichtet habe. Da ist die URL. Und geht über die Suchfelder und Links da zu Amazon. Kostet euch nichts, aber ich kriege eine Werbekostenerstattung von den Jungs. Absolutes Win-Win. Der Einzige, der verliert, ist Amazon und der, sagen wir mal ehrlich, ist euch genauso egal wie ich. Wie mir. Whatever. Punkt ist, geht da, benutzt diesen ganzen Partnerscheiß, dann kann ich mir coole Werkzeuge und so und direkt kaufen, dann mache ich irgendwelche Videos, wo ich das benutze. Haben wir alle was davon? Macht das.